Ja, moin, liebe Anstoßfreunde. Und ich heiße euch wieder herzlichst willkommen zu einer weiteren Folge von Anstoß 3. Ja, wir haben jetzt Champions League Gruppenspiel gegen Servette FC. Also von der Mannschaftsstärke sind wir deutlich stärker. Ja, außerdem haben wir das Spiel heute noch gegen SC Paderborn. Genau. Ich würde nämlich so sagen, wir machen heute nochmal zwei Spiele. Und danach werde ich vier Spiele machen. Heute habe ich Zeitmanagement. Nicht so viel Zeit. Deswegen machen wir heute nochmal zwei Spiele. Aber dafür, wie gesagt, in der nächsten Folge dann vier Spiele. Ne, danach drei Spiele. Dann sind dann auch wieder drei. Dann passt das auch wieder eigentlich. Ne, dann hier Pokal. Gut, da werden wir wahrscheinlich vier Spiele. Warte mal. Ja, dann haben wir hier drei Spiele. Dann wird das nämlich passen. Ne, mit drei Spielen, vier Spielen. Ne, deswegen, wir machen heute, wie gesagt, nochmal zwei Spiele. Gegen Servette FC und gegen den SC Paderborn. Ein Spieltag ist er schon rum. SC Paderborn hat das erste Spiel verloren mit 0:1. Wie man hier sieht. Oh, ja, genau. Ja. Der Hünemeyer ist leider für ein Spiel gesperrt. Der Umbatu, der darf ja in der Champions League mitspielen. Aber halt in der Liga dafür nicht, ne? Ja. Deswegen, das ist mir ja auch erst voll spät eingefallen, dass der Hünemeyer, ja, Champions League. Ich meine, welche Karte hat er da mal gesehen? Gelb-Rot? Ich weiß es jetzt gerade gar nicht mehr. Deswegen ist schon ein paar Folgen her. Ja, der Umbatu weiß ich ja, Ligapokal, ne? Ja. Rote Karte. Ist natürlich bitter, ne, dass der in der Liga auf jeden Fall ausfällt. Aber muss man halt damit leben, ne? Von daher, wir werden auf jeden Fall jetzt erstmal hier Burner reinbringen. Weil, wie gesagt, der darf ja nicht mitspielen. Bernsdorf kommt dann auf der Bank. Also Innenverteidigung, da haben wir recht gute Qualitäten auf jeden Fall. Also, da mangelt es nicht. So, dann werden wir auf... Mann, ich will zur Taktik. Wir werden dann auf jeden Fall Umbatu reintun für Sosa Bastos. Ich weiß jetzt nicht, sollen beide die Plätze wechseln? Ja, der ist Rechtsfuß, ne? Mbia eigentlich auch. Aber wir machen das mal so. Wir schauen mal. Dann würde ich El Zrui auf die Bank packen. Für den Brune. Ja, und den Lex. Ne, den werden wir für Froschauer reinpacken. Ansonsten würde ich noch Okai reinpacken für Meffert. Genau, machen wir so. Sinani ist leider noch verletzt. Einsatz machen wir 100%, kontrolliert offensiv, genau. Haben wir hier alles? Ja, hier haben wir auch alles. Dann gehen wir weiter. Ja, ich bin mal gespannt, wie wir uns am ersten Spieltag der Champions League so schlagen. Eigentlich muss ein Sieg her bei 85,8 Stärke und wir haben 136, also wir sind hier deutlich die stärkere Mannschaft. Also von daher muss ein Sieg her. Ja, genau. Ich glaube, ich werde aber auch ein bisschen rotieren. Ich glaube, ich werde mal Lex eine Chance geben. El Zrui kommt für Nanami rein. Bernsdorf für Korea. Der Fährmann, ich weiß nicht, soll man Torhüter wechseln? Nee, da tue ich mich jetzt gerade schwer. Ja, bei Torwartwechsel, das ist immer so eine Sache an sich, ne? So, Brune kommt für Polozzi rein, würde ich sagen. Ach, guck mal, Ramsey haben wir ja auch noch, ne? Da kommt Ramsey rein. Brune kommt mal auf die Bank. Kanda kommt mal rein. Koritowski. Ich würde auch Okai mal spielen lassen für den Mbia. Weil Sosa Bastos kommt auch mal auf die Bank. Weil wir brauchen den sowieso, den Mbia. Deswegen, und Umbatu ist sowieso nächstes Spiel gesperrt in der Liga, von daher können wir den auch ruhig mitnehmen. So, Meffert, den nehmen wir trotzdem mal mit. Ja, ansonsten Froschauer nehme ich auch mal mit. Ja, das war's, ne? Sonst würde ich alles so lassen. Ja, ich bin mal gespannt. Wie gesagt, kontrolliert offensiv, ja, und let's go.
Oh, ich erwarte heute Tore auf jeden Fall. Ein Spiel der kalten, nassen Hände, ja, will ich heute nicht erleben. Schieß sie einfach ab. Aber bei so einer Mannschaft, da muss man eigentlich Tore schießen. Ihre Mannschaft scheint gewillt, ihr Bestes zu geben. Sehr schön. Ausverkauftüte, 456 sind aus Servette mitgekommen. Ich weiß, ist glaube ich Genf, ne, oder? Aus Genf? Dann ist das aus Genf. Weil ich meine, Servette Genf heißen die. Also, so hieß es ja früher mal, glaube ich. Oder die haben das einfach nicht mehr im Namen drin. Ich weiß nicht, was hier unten so steht. Da steht auf jeden Fall Servette FC, aber hier drunter kann ich nicht so lesen. Ich glaube, da steht Genf oder so. Aber nur halt, ja, ist auch egal. Ausverkaufte Hütte, wie gesagt, 456 sind auch sehr, so gesehen im Gästeblock. Ingolf Lück tippt ein 2:2 Unentschieden. Ja, da wäre natürlich schon traurig genug. Sorjana bringt den Ball nach einem Stopperer unter Kontrolle. Spielt ihn auf die linke Seite hinaus. Patricio läuft mit dem Ball Richtung Mitte. Passt den Ball nach vorne. Jana nimmt den Ball mit. Teuter Marx steht zu weit vor seinem Kasten. Aber der Versuch eines Hebers geht weit über das Tor. Ja, nochmal Glück für uns, ne, würde ich sagen. Ach ja, ich habe wieder vergessen, ein Ding zu machen. Hier die Aufgaben bei den Standards. Muss ich auch noch machen. So, Leo Dolter läuft erstmal an. Flankt der Ball auf den langen Pfosten. Eine schöne Flanke, aber alle schlafen. Abstoß. Das ist so 0815 Textstelle. So, gelbe Karte für Savadogo nach fairem Tackling. Ja, Leute, wo bleiben die Tore? 1:3 Chancen für die Gegner. Ja, ganz ehrlich, den Keeper kritisieren wir mal. Gibt gelobt Besserung und wir treiben die Jungs mal an. Oder aufmuntern. Komm, wir muntern die Jungs mal auf. Schauen wir mal, Eckball jetzt, von der rechten Seite erstmal für uns. Leo Dotter schlägt immer stumpf hoch vors Tor. Ballrückzieher, okay, wunderbar, Tor, jawoll. Also, richtig artistisch der Okay erstmal. Macht erstmal ein Volley-Tor. Also, er will keine normalen Tore, er macht direkt ein Fallrückzieher-Tor. Von daher so, okay, kommt mit dem Kopf an den Ball und macht das 2:0, jawoll. Der ist jetzt in-game. Auf jeden Fall. So, Jana bringt den Ball unter Kontrolle. Weicht nach rechts aus. Dingschi versucht, Leo Dolter auszuspielen. Geht an ihm vorbei. Dingschi bringt das Leder unter Kontrolle. Spielt den Ball Richtung Mittelkreis. Terats versucht, Koritowski auszuspielen. Geht an ihm vorbei. Terats passt den Ball ins linke Mittelfeld hinüber. Savadoku hat das überhaupt nicht eilig. Läuft in die Mitte. Passt den Ball direkt vor den Strafraum. Kamara stoppt den Ball. Spielt erstmal zurück. Savadoku passt den Ball direkt vor den Strafraum. Kamara versucht, Kandak auszuspielen. Der setzt zu einer Grätsche an und kann den Angriff abfangen. So, Okay mit der Note von 1,0. Lex 3,5. Ja, können wir mal Frohschauer reinpacken dann. Und ich würde sagen, Sosa Bastos kommt mal für Umbato rein. Jetzt Eckball von der linken Seite für uns. Leo Dolter schlägt den Ball auf den kurzen Pfosten. Börner kann den Ball mit dem Kopf verlängern. Genau zu Okay, doch Omaradzic forstet den Ball vom Kopf. Ah, schade. Gelbe Karte für Dingschi wegen Reklamierens. So, 70. Minute. Wir wechseln nochmal aus. Ich würde sagen, der Meffert, der bekommt auch mal einen Einsatz in der Champions League. Debüt für ihn. Ramsey jetzt. Flankt der Ball sofort in den Strafraum. Doch der geht an Freund und Feind vorbei ins Aus, leider. Ja, wir gewinnen am Ende mit 2:0. 4:3 Chancen. Bester Spieler, ja, kann ich verstehen. Pablo Okay. Spielwertung 5. Schwach. Ja, Okay. Erstmal mit dem Fallrückzieher und dann mit dem Kopf. Also, ja. Der wollte das heute ein bisschen spektakulärer machen, die Tore. Von daher, in der zweiten Hälfte hat das ja geklappt. In der ersten Hälfte, ja, war halt nicht so rosig. 1:3 Chancen war da ja für Servette. Aber gut. So, wir gucken mal, was die anderen gemacht haben. So, Leipzig gewinnt erstmal 2:0 gegen die Rangers. Was haben wir denn noch? Bayern verliert 0:2 gegen Steaua Bukarest. Wir gewinnen 2:0 gegen Servette FC.
Außerdem Marseille spielt 1-1 gegen Valladolid. Da gucken wir auch immer auf die anderen anderen Mannschaften, was sie so gemacht haben in unserer Gruppe. Duisburg gewinnt 4-1 gegen Donjaska Streda oder Stroda? Streda, ne? 4-1. Da haben sie nichts anbrennen lassen, die Duisburger. Und hier, ja, da ist ja keine deutsche Mannschaft in der Qualifikationsrunde dabei. Die sind ja erst in der nächsten Runde dabei. Weil die deutschen Mannschaften, die ja in der Qualifikationsrunde waren, also die im UI-Cup waren, die haben es ja leider nicht geschafft. Naja, da müssen halt die anderen richten halt, ne? So, wir sprechen mit Okai. Hat auch ein gutes Spiel gemacht in der Champions League. So, wir spielen jetzt auf jeden Fall gegen Paderborn. Umbato fällt noch für 5 Spiele aus. Embiid kommt dann rein. Sosa Bastos ist dann ja, auf der Bank auf jeden Fall. Correa kommt für Bernsdorf. Obwohl, warte mal, Hünemeyer. Ja, jetzt ist die Frage, wen packen wir rein? Ne? Also, das ist halt das Luxusproblem bei uns in der Innenverteidigung. Wenn man 4 gute Spieler hat, okay, Correa 12,1, ne, da ist klar, dass der gesetzt ist. Ja, von der Stärke her würde ich sagen Bernsdorf, ne, 11,9. Von daher kommt er auch rein. So, Nanami kommt auf jeden Fall auch rein. Elsrui würde ich auf der Bank packen. Weil, wie gesagt, Elsrui bei seinen Fähigkeiten, also den muss ich auf jeden Fall auf der Bank packen. Auch wenn jetzt hier zum Beispiel so ein Ramsey 12,4 hat. Weil Ramsey ist halt das Problem, der kann nur halt auf der rechten Seite spielen, ne. Deswegen, so, Abilio kommt rein, Lex kommt auf die Bank, obwohl die sind beide gleich stark, ne? Schwierig jetzt. Ja gut, Lex lassen wir nochmal noch auf der Tribüne. Golubitski kommt rein, Kanda kommt auf die Bank. So, da müsste eigentlich alles okay sein jetzt. Bastos, genau, weil Umbato ja rot gesperrt ist. Marx ist noch im Tor, weil der Sinani ja noch verletzt ist. Ich würde auch sagen, der Fährmann kommt dann wahrscheinlich im Pokalspiel rein. In der nächsten Folge dann. Ja, machen wir so. Joa. Wir spielen weiter kontrolliert offensiv. Also von der Stärke her können wir das uns erlauben. Einsatz 150%. Weil guckt mal, wir sind 21 Punkte stärker. Ne? Was sagen wir da am besten? Ja, komm, konzentrierte Vorstellung. Ihr müsst rackern und zackern. Die werden sich zu wehren wissen. Die Spieler haben ihre Ansprache verstanden. 61.712 Zuschauer. So, 2.929 sind aus Paderborn mitgereist. Ja, kein ausverkauftes Stadion diesmal. Aber passiert auch mal. Dieter Bohlen tippt 3-2 auf uns. Haben wir natürlich auch ein guter Sieg. Allerdings bitte zu Null. So, Paderborn erstmal. Ampofo nimmt den Ball mit, spielt steil Richtung Eckfahne. Kein Abseits. Bruns passt den Ball flach zur Strafraumgrenze zurück. Bayram kontrolliert den Ball, läuft gemütlich zum Mittelkreis, geht auf Golubitski zu, aber der gewinnt den Zweikampf und kann klären. Sehr gut. So, was machen die Jungs? Bolozzi stoppt den Ball, legt ihn nach innen auf. Koritowski bringt den Ball an Hermann vorbei. Und verliert den Ball. Ach, wir haben den Abby vergessen, sehe ich gerade. Ei, es Mist. Aber okay. So, Ampofo flankt den Ball sofort in den Strafraum. Doch der ist zu schnell und landet im Tor aus. Elfmeter, jawohl. Jetzt vielleicht das 1-0. Embiid drückt den Ball fest auf dem Elfmeterpunkt. Langer Anlauf, Vorschuss aufs rechte Eck und unhaltbar für Belic. Und da ist das 1-0 für uns. Jawohl. So, wir gehen auch mit dem 1-0 in die Halbzeit. Ja, aber schaut euch die Noten mal an. Das ist ja, ja. Miserabel. Abilio wird kritisiert, nimmt sich diese sehr zu Herzen. Aber Ebbe haben wir mit, ja. Dann lassen wir den Koritowski einfach drin. Ist jetzt nicht so schlimm. Koritowski ist ja auch ein starker Spieler. So, wir gucken mal. Aufgaben im Spiel Koritowski, ne? Der macht auf jeden Fall die Freistöße, wenn er drin ist. So, haben wir hier jemanden? Ja, der Brune kann flanken. Ja, da muss ich aber sowieso wieder ändern.
Ne, ich weiß jetzt nicht, ob das bleibt. Oschauer, weil der Freistoß und Flanken drin hat. Würde ich sagen. Und dann kommt Abilio. Nanami hat Flanken noch nicht. Okay. Rashidi, Polozzi. Alle, die Flanken haben halt, ne? Ja, aber Froschauer, Abilio, Elsrui, Rune, Leo Dolta. Machen wir das aber in der Reihenfolge so, ne? Ja. So, Eckball links. Lex ist beidfüßig, das heißt, er kann auch links schießen. Abilio ist Rechtsfuß. Polozzi ist beidfüßig. Das heißt, der kann das auch. Rune ist auch beidfüßig. Ja, guck mal, da ist das Positive, wenn man so viele beidfüßige Leute hat, ne? Deswegen, Polozzi sowieso meistens drin. Leo Dolta, Lex. Der macht seine Sache immer gut, deswegen lassen wir Leo Dolta das von Anfang an sowieso schießen. Froschauer. Machen wir das so. Ah, ist okay. Aber Eckball rechts. Froschauer ist beidfüßig. Der macht auf der rechten Seite dann. Also sonst haben wir alle, ne? Polozzi. Rashidi ist auch beidfüßig. Elsrui ist auch beidfüßig. Rune auch. Da haben wir alle drin, ne? Machen wir so, ne? Der Froschauer schießt alles, wenn er drin ist. Leo Dolta macht auch rechts, genau, Elfmeter. Da haben wir jetzt keine Elfmeter-Spezialisten, aber da können wir Mbia. Obwohl, wartet mal. Ne, Umbatu ist als erstes auf jeden Fall. So, dann machen wir das so. Zack, zack, zack. Zack. Mbia. Machen wir so, ne? Ja, machen wir einfach so, komm. Kapitän, okay. Ja. Alles klar. Wir führen zwar 1-0, aber... Ne? Haut den richtig die Bude voll, aber richtig. So, gucken wir mal. Zweite Hälfte. Erstmal Eckball für uns von der linken Seite. Leo Dolta schlägt den Ball auf den langen Pfosten. Aber Belic fängt den Ball sicher ab. 1-1 durch Bruns. Ah, super. So, Abilio kommt vor dem Strafraum frei zum Schuss. Und da ist das 2-1. Mike Abilio, der Torschütze. Golubitski mit der Vorlage. Polozzi spielt nicht so gut. Elsrui kommt rein. Okaykot spielt auch nicht so gut. Da kommt der Sosa Bastos rein. Und da ist das 3-1. Felix Leo Dolta. Einwurf für Paderborn jetzt durch Hermann. Zu den an den Seitenlinien des wartenden, der Strafraum wartenden Bruns. Der stoppt den Ball mit dem Fuß, dreht sich und zieht das Leo Spitzenwinkel aufs kurze Eck. Und aber Marc steht genau richtig und hat ihn sehr gut. So, Correa spielt auch nicht so gut. Dann kommt der Burner rein. Eigentlich wollte ich den Abby reinpacken, aber wenn die anderen schlechter spielen, warum soll ich dann den Koritowski draußen, ach, nach draußen packen? So, Abilio visiert die kurze Ecke an, schön um die Mauer gedreht, aber Belic hat den Braten gerochen und kann den Ball halten. Schade. So, was machen wir noch? Elsrui legt den Ball am Markreiter vorbei, wird von diesen klar gefault. Wenn sie so weiterspielen, sind sie bald nicht mehr dabei, ermahnt er den Markreiter. So, direkter Freischuss von der linken Seite jetzt erstmal. Torentfernung 26 Meter. Was macht Abilio? Tritt den Ball hoch vors Tor. Koritowski verlängert den Ball mit dem Kopf. Aber da steht keiner seiner Mitspieler. Na, schade. Eckball jetzt für Paderborn von der rechten Seite. Garcia Posada schlägt den Ball auf den kurzen Pfosten.
Aber Bernstorff klebt per Kopf vor Bruns. Sehr gut. Und wir gewinnen am Ende mit 3:1 gegen Paderborn. 5:6 Chancen. War eine ausgeglichene Partie. Bester Spieler war Leo Dolter, Spielwertung 3. Hübsch. So, wir bezahlen am Prämien 345.400. Einnahmen haben wir 2,13 Millionen. Auch gut. Wie sahen die Noten aus? Marx mit einer 4,0 am Ende. Okay, 4,5. Ja, der hat heute nicht gut gespielt. Dafür eine Chapzig, aber gut. Polozzi auf 4,5 war auch nicht gut dabei. Wahrscheinlich noch ein bisschen platt vom Chapzig-Spiel. Ja, wir sind damit jetzt auf Platz 2. Zwei Siege hintereinander. Mit Chapzig 3. Genau. Ja. Was sagen die anderen Ergebnisse? Also wir gewinnen 3-1 gegen Paderborn, Hamburg gewinnt 1-2 gegen Bayern, Frankfurt spielt 2-2 gegen Viktoria Köln, Duisburg verliert 1-2 gegen Hertha, WM Wiesbaden verliert 0-2 gegen Dortmund, Leipzig verliert 1-2 gegen Leverkusen, Wolfsburg verliert 0-1 gegen Mainz, Hoffenheim gewinnt 3-2 gegen Augsburg und Fürth gewinnt 1-2 gegen Hannover. Ja, zurzeit auf die Abstiegsspitze, auch wenn er noch keine Aussagekraft hat nach zwei Spielen. Duisburg, Augsburg und Paderborn. Und wir stehen auf Platz 2, auf 1 Mainz und dritter ist Hoffenheim. Dortmund steht auf Platz 4, Bayern steht auf Platz 9. Aber wie gesagt, aber Mehnert 3 Tore, achso, ich wollte schon sagen. Aber Mehnert hat schon 5 Punkte in 2 Spielen gesammelt, das ist schon enorm. 3 Tore und 2 Vorlagen, also der ist richtig gut dabei. Wir können uns den ja mal angucken. Den Herrn Mehnert. Ist wahrscheinlich Stürmer, ne, oder? Na gut. Steht hier jetzt nicht. Leo Dolter ist in der Elf des Tages. Hoffenheim spielt der, ne? Ja. Können wir ja mal ganz kurz gucken. Barcelona gewinnt den Supercup in Spanien. Und in den Niederlanden gewinnt es der Sparta Rotterdam. Er ist 3-2 verloren im Hinspiel und 0-2 gewonnen im Rückspiel. Transfers haben wir natürlich auch noch. Oh, der kann ich ja gar nicht aussprechen. MD Lettle von Leicester City nach Dortmund. Oyom von Luciano nach Hessen-Kassel. Joel Wieler von Granada nach Ingolstadt. Heri vom Würzburger Kickers nach Regensburg. Dann haben wir noch Struik von Leeds United nach Hamburger SV. Kamara von Groningen nach Braunschweig. Jalcin von Osnabrück nach Karlsruhe. Ja, und das war's, ne? An Transfers. So, wir spielen in der nächsten Folge dann gegen Blau-Weiß 90 Berlin. Aber da, wie gesagt, werden wir komplett rotieren. Das kann ich auf jeden Fall schon mal sagen. Und dann in der nächsten Folge haben wir auf jeden Fall die Spiele Blau-Weiß 90 Berlin, Hannover 96, Real Valladolid in der Champions League und gegen Hertha BSC aus Berlin. Ja, Hertha steht zurzeit nach 2 Spielen auf Platz 7. Und wer war der andere Gegner nochmal? Habe ich jetzt wieder vergessen. Hannover 96. Die stehen zurzeit auf Platz 14 nach 2 Spielen. Wir haben 54 Millionen auf dem Konto. Wir gucken mal ganz kurz, wie ich gesagt hatte, von Hoffenheim. Den Spieler, wo ist der? Wo ist denn Hoffenheim? Wahrscheinlich weiter unten, ne? Wegen TSG, ja. Mehnert. Jo, der Stürmer, Stärke 11. Großes Talent, Kopfball, Schönwetterspieler und Skandalnudel. Ja, guck mal, hier haben sogar welche Ausstiegsklauseln, ne? Ralter zum Beispiel. Zweikampf-Torinstinkt, Kämpfernatur, linker Verteidiger, beidfüßig, großes Talent. Boah. Carlos Alberto haben wir hier noch. Spanier, Zweikampf, kann aber kein Ball zauber. Schiri-Liebling und Nervenbündel, rechter Verteidiger. Na gut, Verteidiger habe ich jetzt genug, ne? Ja, hier vielleicht Didos. Stärke 10, Zweikampf, Costa Ricaner. Ein junger Bursche hier, Jakob Tai, Zweikampf. 2 Jahre Vertrag, Führungsperson, kein Talent. Kommt aus der Jugend. Na gut. Können wir mal in unsere Jugend gucken. Wir haben zu viele Spieler, ne? Wem soll man da fördern überhaupt? Ich glaube ihn hier, ne? Ja, den Schumrodov. Den fördern wir mal. Aber was machen die denn? Wir gucken mal. Zweite Liga spielen die, glaube ich, ne? Ne, dritte?
Nee, das ist das erste, ne? Ich finde die gerade nicht. Ah, hier. Zweiter Platz. 2 Siege geholt. Sehr schön. So, B-Jugend, wie sieht's bei euch aus? 1. Platz, sehr schön. War ja kein Vorvertrag, ne? Kriegt da mal eins fördern, so. So, die C-Jugend, das gucken wir uns auch mal an. 8. Platz, okay. Ja, wie gesagt, solange die nicht absteigen, ist alles gut. So, was haben wir denn hier? Na, weiß ich nicht. Ja, mittleres Talent tue ich mir mal schwer zu holen. Ja, B, A-Jugend später. Wir brauchen welche für die C-Jugend. Ey. A-Jugend haben wir so viele Leute, ne? Ah, na gut. Aber gut, liebe Leute, das soll es mit dieser Folge gewesen sein. Wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Dann haben wir 4 Spiele am Start. Bis jetzt sind wir gut reingestartet in der Saison. Mal gucken, wie es weitergeht. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss!